Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Diese große Anfrage war zumindest für eine Sache schon mal gut, die ich bemerkenswert finde. Der Innensenator und Vorsitzende der Berliner CDU hat heute in diesem Haus Karl Marx zitiert. Das kommt ja auch nicht alle Tage vor. Wir begrüßen das ausdrücklich. Meine Damen und Herren, Burschenschaften spielen im Alltag der Berliner Hochschulen und im Alltag der allermeisten Studierenden keine Rolle. Sie werden in der Regel als das behandelt, was sie sind, nämlich ein Relikt aus dem letzten oder besser aus dem vorletzten Jahrhundert. Ich bekenne, Burschenschaften sind mir suspekt. Der Habitus und die Attitüde der reaktionären Männlichkeit sind mir ziemlich zuwider, und deshalb ist es eine größere innere Distanz, die mich zu Burschenschaften oder die mich mit Burschenschaften verbindet. Im Prinzip könnte es uns egal sein, wenn Folkloregruppen sich sinnlos um den Verstand trinken und gegenseitig die Gesichter zerhauen. Allerdings ist es überall dort, wo Burschenschaften zu Abgründen der Intoleranz, der Menschenverachtung, der Demokratiefeinde und der Menschenfeindlichkeit werden, überall dort haben sie sich unsere Gegnerschaft redlich verdient. Feinde der offenen, toleranten Demokratie müssen auch dann bekämpft werden, wenn sie in lustigen Kostümen des 19. Jahrhunderts daherkommen. Einige Burschenschaften haben sich in den letzten Jahren durch bedenkliches Gedankengut und eine zunehmende Radikalisierung hervorgetan und fordern die Wachsamkeit aller Demokratinnen und Demokraten heraus. Klar ist aber auch, und das hat Herr Tasch auch schon gesagt, nicht alle Burschenschaften sind rechtsextrem und nicht jeder Bursche ist ein verkappter Nazi. Für den Staat und seine Institutionen gilt aber trotzdem, dass auch insbesondere seine Repräsentanten Distanz zu solchen Gesinnungsbünden zu halten haben. Öffentliche Ämter dürfen nicht in den Verdacht geraten, Teil der Beutegemeinschaft eines fragwürdigen, eines nationalistischen, eines intoleranten und oft auch menschenverachtenden Klüngels zu werden. Diese Messlatte legen wir selbstverständlich auch an alle Amtsträger, Amtsträgerinnen muss ich ja nicht sagen, Frauen sind ja ausgeschlossen, an alle Amtsträger in Berlin, und freuen uns, dass der Senator Chaya das nach einiger Diskussion und einiger Zeit des Nachdenkens dann entsprechend auch getan hat und gehandelt hat. Meine Damen und Herren, Burschenschaften sind in Berlin kein drängendes Problem. Sie sind kein Problem, das so groß ist, dass wilder Aktionismus notwendig ist, um ihnen entgegenzutreten. Wachsamkeit und klare Abgrenzung tun aber Not, und dafür stehen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ein. Vielen Dank.